Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu einem schwierigen Video Nummer 320. Heute wollte ich einmal mit der Strukturierung, ja, und so mit der Textvorbereitung und mit der Übersetzung, mit der Übersetzungsvorbereitung, mit der Vorbereitung eines Lösungsvorschlages zur Übersetzung beginnen. Es geht um Ciceros De Oratore und um eine Stelle, die gut ein bisschen schwierig ist, aber nur Mut. Ich hatte ja im letzten Video schon gezeigt, die kolumetrische Schreibweise. Ich mache mal eben da immer so eine Leerzeile, damit ich in die Zwischenzeilen was reinschreiben kann. Das nächste, was ich mache, was ich eigentlich immer mache, ist ein vernünftiges Durchgehen, ein langsames Durchgehen durch die einzelnen Zeilen, und zwar nur mit dem Blick auf, wie heißt es, auf Verben oder Verbform. Also da haben wir Nequiviumi quicquam prestabilius videtur. Das ist das erste und das markiere ich mal rot. Dann haben wir quam posse, dicendo, tenere, hominum cutus mentis, ad licere, voluntates impellere, quo velit, und autem velit deducere. Hac una res in omni libro populo maximeque in pacatis transquilisque civitatibus precipua semper fluruit. Mein lieber Schöni, semperque dominata est. Ja, da sieht man schon, was man da vor sich hat. Wir sind gelandet an einer schwierigen Stelle. Ich hatte ja immer gesagt, das Verb ist der Träger der Zeile oder des Satzes, und jetzt hat man hier, es strömt über vor Verben. Da fragt man sich natürlich völlig entsetzt, welches Verb trägt denn jetzt den Satz? In der ersten Zeile ist das relativ einfach. Man guckt einmal, was macht man, und man kann jetzt noch ein bisschen Grammatik machen. Wir gehen da einmal durch. Nequivero. Also Nequivero kennt man nicht. Mihi quicquam prestabilius. Wir haben hier ein Ilius, also ein Komparativ. Das könnte ich einmal unterstreichen. Dann gucken wir mal in die zweite Zeile rein. Das sieht schwierig aus. Da, oh Gott, hominum cötus mentis. Wir wissen erstmal, dass weder hominum noch cötus noch mentis offenbar irgendwie zusammenpassen. Also lassen wir die Hände davon. Ad licere voluntates ist in Ordnung. Impellere quo velit. Das geht auch noch. Unde autem velit deducere. Ja, und dann gucken wir hier unten mal. Das ist relativ lang. Da sollte man einen Blick darauf werfen, ob man vielleicht das ein oder andere da zusammenfassen kann. Wir gucken einmal. Aber nur dann, so nach den KNG-Regeln, wenn man sich sicher ist. Wenn nicht, lässt man da lieber die Hände von und wartet dann, bis man die Vokabeln nachgeschlagen hat, die Grammatik bestimmt hat, und dann sieht man, ob das zusammenpasst oder nicht. Also wir haben hier hac una res, das gehört zusammen. Dann eine Präposition. Präpositionen sind äußerst hilfreich. Man weiß dann, kommt immer mindestens ein Wort, und zwar haben wir hier in omni libero populo et maxime. Also wir machen einfach mal bis populo, weil dann ein et kommt. Das et nehme ich immer als Trenner. Et maxime, und dann haben wir in pacatis et transquillis civitatibus. Das ist hübsch, das ist sicherlich alles ein Ablativ. In pacatis et in transquillis, und dann die Ergänzung civitatibus, das gehört auch zusammen. Das precipue und semper, ja, precipue, das kennen wir vorzüglich, semper, immer irgendwas
hat er wohl geblüht, et semper dominata est. Ihr seht, das ist eigentlich schon ganz vernünftig, da kann man auch, ich könnte eigentlich jetzt das hier wieder wegmachen, ich habe das ja schon so rausgerückt, so. Hey. So wollte ich es eigentlich haben. Ja, gut, gehen wir einfach tiefen. Von den Vokabeln her, wenn man jetzt ein Lexikon da liegen hat, ist das ja nicht so die wilde Kiste. Was macht man? Man nimmt sich natürlich das Verb vor, videri, das kennen wir im Passiv als scheinen, also videtur. Es scheint, er, sie, es scheint. Mache ich das jetzt einfach mal, das müsste ich jetzt mal kleiner machen, das mache ich mal 11. So, es scheint. Und dann machen wir vorne, pardon, Neque vero, ist jetzt, glaube ich, auch aus dem ersten Jahr Latein bekannt. Und nicht, ich nehme jetzt einfach mal und nicht, ist sowieso ein erster, ich betone immer, ein erster Übersetzungsvorschlag, keine gültige Übersetzung. So, und die muss man... Und nicht. Dann haben wir dieses mihi, mir, quicquam, ist das gleiche wie quidquam. Da schreibe ich jetzt einfach mal hin etwas. Und prestabilius haben wir ein Komparativ. Ich nehme jetzt von prestabilis, ich nehme jetzt einfach vorzüglich. Ist ja auch egal, ja. Also vorzüglicher, weil es ein Komparativ ist. So, eigentlich ist das jetzt schon fertig und mir erscheint nicht irgendetwas vorzüglicher. Das kann man jetzt im Deutschen, das ist jetzt ein bisschen krude, hört sich das an. Dann sagt man natürlich, und nichts erscheint mir doch jetzt vorzüglicher, das müsste man auch noch verbessern. Und nichts erscheint mir, was habe ich mir aufgeschrieben? Nichts erscheint mir besser, vortrefflicher oder günstiger, was auch immer ihr wollt. Jetzt kommt ein Quam, pardon, als, also die Ergänzung zu dem Komparativ, schreibe ich schon mal dann runter. Als. Und jetzt seht ihr, ist man an einer ziemlich schwierigen Stelle. Da treffen Verben auf Verben und hinten, und man sieht auch im Prinzip auch durch die Satzstruktur keinen Bezug. Was macht man da? Also wenn einen diese KNG-Regel lässt einen im Stich, hominum, coetus und mentis passen nicht zusammen, in Anführungszeichen erstmal. Die Bezüge sehe ich erstmal nicht und vorne stehen gleich drei Verben, respektive drei Verbformen. Dann kann man sich damit behelfen, dass man jedes Wort einzeln in der korrekten Übersetzung darunter schreibt und sich dann überlegt, wie mache ich da in Anführungszeichen einen sinnvollen Satz draus, ohne diese richtigen Einzelübersetzungen zu zerstören. Also, ich mache das einmal vor. Ich habe das Posse. Das heißt können oder zu können, weil es ein Infinitiv ist. Also, zu können. Dann haben wir das Dicendo, sprechen, dicere sagen oder sprechen. Dicendo ist sicherlich ein Ablativ, und zwar ein Gerundium, also durch das Sagen oder durch das Sprechen. Und hier oben, seht ihr hier oben schon, es geht um die Kunst der Rede. Also nimmt man erstmal durch die Rede. Oder durch, wenn ihr noch besser, durch das Reden. Durch das Reden, dann haben wir das schon. Dann haben wir tenere. Das ist ein Infinitiv. Da schreibe ich dann auch ein zu. Tenere. Halten, festhalten. Halten, zu halten. Und jetzt müssen wir noch die drei Wörter hominum, coetus und mentis übersetzen. Da muss ich jetzt eine Bemerkung zu machen. Hominum ist natürlich ganz eindeutig ein Genitiv Plural. Der Menschen. Der Menschen. In
den normalen, in vielen normalen Schulausgaben ist Coetus eingeklammert und zwar eckig. Das heißt, das taucht nicht auf. Das taucht nur in, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, in relativ wenigen Originalsätzen auf. Also in den meisten Fällen heißt diese zweite Zeile Quam posse dicendo tenere hominum mentis. Dann ist das ein bisschen einfacher zu übersetzen. Deshalb setze ich das jetzt einmal in eckige Klammern. Und wir machen natürlich hier unten dann auch die eckigen Klammern. So. Und dann gucken wir ins Lexikon. Leider ist Coetus Coetus aus der U-Deklination und heißt das Zusammentreffen. Jetzt kann das natürlich sein, Nominativ Singular aus der U-Deklination, also das Zusammentreffen, Genitiv Singular des Zusammentreffens oder Nominativ Plural, die Zusammentreffen oder Genitiv Plural, der Zusammentreffen. Ich nehme jetzt einfach mal, ob Singular oder Plural, ist ja beim Zusammentreffen im Prinzip egal. Ich nehme da mal das Zusammenkommen, also kann das einmal heißen, das Zusammenkommen oder es kann heißen, des Zusammenkommens. Jetzt haben wir das auch. Und dann haben wir Mentis und auch da muss ich was sagen, in den meisten Fällen, in allen Fällen, wird hier sicherlich gesagt, dass das eine besondere Form ist, dass Mentis hier für Mentes steht. Man kann sich das aber auch selbst erschließen. Wenn Mentis wenn Mentis so gebraucht würde, wie es dort stände, dann wäre das Mens Mentis, dann wäre das ein Genitiv Singular. Also, ich nehme einfach mal Mens Mentis, das Denkvermögen, des Denkvermögens. Und dann sieht man Folgendes. Wir haben hier drei Genitive hintereinander, wenn dem so wäre, nämlich Hominum. Oder es wären drei Genitive möglich. Hominum, der Menschen, Coetus des Zusammenkommens und Mentis des Denkvermögens. Das ist im Prinzip, also drei Genitive ohne Bezugswort, ist im Prinzip unmöglich. Das heißt, eins von den dreien muss das Bezugswort sein. Wenn jetzt Coetus fehlt, bleibt natürlich nur noch Mentis als Bezugswort über, weil Hominum der Genitiv ist, das ist ganz eindeutig. Die Kritiker können sagen, ja, dicendo könnte auch noch das Bezugswort sein, aber das ist, das steht zu weit weg. Also dann das tenere noch dazwischen zu quetschen, das ist irgendwie unsinnig. Also zusammengefasst, Coetus mentis ist hier das gleiche wie mentes. Mentis schreibe ich vielleicht mal hinter. In normalen Klausuren würde das sicherlich angegeben. Und dann haben wir hier Nominativ oder Akkusativ Plural, das heißt, wir nehmen einfach mal hier so ein Singular, das Denkvermögen als Mentes. Und wenn wir dann einmal das Coetus weglassen, irgendwie, das streiche ich jetzt mal durch, dann seht ihr, so, dann seht ihr, dass die Textstelle es nichts erscheint mir also besser zu sein, als zu können durch das Reden zu halten das Denkvermögen der Menschen. Nichts erscheint mir vernünftiger zu sein, als durch die Rede, ja, das Denkvermögen der Menschen zu halten, zu fesseln. So als Übersetzungsvorschlag. Was habe ich irgendwo gelesen? Ich habe irgendwo, nichts erscheint mir, als durch die Rede, habe ich irgendwo gelesen, als Übersetzer, der Text ist schon millionenmal übersetzt, durch die Rede die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Also das, ja gut, wenn man jetzt die Textstelle 4 oder 5 Mal durchgekaut hat und sich die 10. ideale Übersetzung, dann kommt man auf sowas, aber nicht beim ersten Mal. Da.
Ich weiß auch nicht irgendwie. Solche Übersetzungen kriegt man dann nur von den Leuten, die, also die es schon 100 Mal übersetzt haben und die sich da wochenlang mit beschäftigt haben. So, jetzt kommt eine Aufzählung. Ad licere voluntatis, das ist wieder relativ einfach. Voluntatis ist hier vielleicht den Wille, der Wille, also die Willen oder der Wille jetzt als stellvertretend für das Wollen. Und dann haben wir ad licere, findet man im Lexikon unter ad licere, an sich zu locken oder an sich zu binden. Also was kann man, es fällt mir da ein, den Willen, das Zielstreben an sich zu binden, die Zielstrebigkeit der Menschen, darf ich das mal so schreiben? Die Zielstrebigkeit der Menschen an sich zu binden. Natürlich durch die Rede muss man im Prinzip wieder ergänzen. So, impellere quo velit, impellere schlagen, anstoßen, antreiben, hinführen. Quo velit, das ist schwierig. Quo velit, antreiben, anstoßen, hinführen. Hinführen, quo velit, würde ich jetzt so spontan aus dem Bauch heraus sagen, wohin man will. Nicht mit wem man will, das passt nicht. Also hinzuführen. Also die Menschen durch die Rede hinzuführen, wohin man will, wohin man sie führen will. Ihr seht hier auch wieder dieses. Das Unpersönliche wieder. Dann hier. Unde autem velit deducere. Oder aber, weiß ich nicht, herunterführen, woher aber man will, herunterführen. Oder aber sie abzulenken, habe ich irgendwo gelesen. Oder aber Unde, habe ich nachgeguckt, woher passt irgendwie nicht. Also mache ich es wörtlich. Pardon. Woher aber man will herabzuführen. Ist ja eine. Ich muss mal eben den Ton abstellen. So, jetzt ist es wieder da. Ich habe ganz laut gehustet, damit ihr nicht erschreckt. Ja, nachdem man das jetzt geschafft hat, ist der Rest geschenkt. Eine schwierige Stelle. Natürlich die Verben. Floruit. Floruit, ja gut, hatten wir ja. Floruit. Geblüht hat. Er, sie, es hat geblüht. Und dominata est von dominari. Ein Partizip, er, sie, es hat geherrscht von mir aus. Ach nee, muss ich noch was sagen? Und zwar, genau, ich habe ein dickes Lexikon. Ich schlage natürlich auch im Lexikon nach. Diese Stelle precipue semper floruit, semperque dominata est, habe ich im Lexikon gefunden. Und zwar semperque dominata est, est hat immer höchste Geltung gehabt. Steht also so im Lexikon als letzter. Als letzter Eintrag und dann schreibe ich das auch so und hat immer höchste Geltung gehabt und davor müssen wir dann natürlich auch noch mal er sie es hat geblüht precipue vorzüglich semper immer. Floruit hat geblüht. Was? Netterweise steht das diesmal ganz am Satzanfang. Diese eine Sache, nämlich die er da oben, diese eine Sache, die er da oben beschrieben hat. In omni libero populo, in jedem freien Volk, bei jedem freien Volk, bei jedem freien Volk. Und am meisten,
am meisten. Jetzt kommt das in pacatis, ja in befriedeten et tranquillis civitatibus und ruhigen Bürgerschaften. In befriedeten und ruhigen Bürgerschaften hat sie immer vorzüglich, Precipue, vorzüglich, ja, vorzüglich, hat sie immer vorzüglich geblüht, hat sie immer vor, es ist ja nur ein Übersetzungsvorschlag, geblüht und dann geht es und so weiter, ja. Ja, ihr seht eine schwierige Kiste, sage ich einfach mal hier oben, das ist natürlich der Hammer, muss man vielleicht auch mal, vergisst man dann nicht so schnell, wenn man auf sowas kommt. Und wichtig vielleicht hier, abgesehen von diesen Schwierigkeiten, wenn wirklich so eine schwierige Stelle kommt, wo man mit den Verben, das Verb ist Träger des Satzes, jetzt habe ich hier drei Verbformen, welches soll da jetzt tragen? Ist ja erstmal nicht so ganz einsichtig und man hat auch hinten oder davor oder in der Mitte keine große Möglichkeit mit der KNG-Technik oder mit der Präpositionstechnik zu arbeiten, dann ist es sinnvoll, die Wörter in der korrekten Übersetzung, das ist ganz, ganz wichtig, in der korrekten Übersetzung darunter zu schreiben. Also hier auch den Infinitiv anzubieten, hier auch bei Tenere, bei Dicendo durch das Reden, bei Hominum der Menschen, also man darf hier nicht die Menschen drunter schreiben, weil das auch dann grammatikalisch falsch wird. Und wenn ich hier Mentes oder Mentis habe, dann darf ich eben nicht, also sagen wir mal hier ständig jetzt Mentis, dann darf ich eben nicht das Denkvermögen darunter schreiben, sondern dann wäre es des Denkvermögens. Und bei Kötus muss man dann eben alle vier Möglichkeiten dann darunter schreiben oder dahinter schreiben oder sich so eine Pyramide machen, weiß der Kuckuck, wie man das will. Ja, vielleicht das als Vorschlag, als Empfehlung, wie man da dran gehen kann. Vielleicht bringt euch das so ein bisschen was. Wir lassen das einmal so stehen und wir gucken einmal in den nächsten. Das sieht auch grauenvoll aus, ja. Wir machen einmal schon mal so eine kolometrische Schreibweise, so eine einfache, indem man quid mal, ja, quid quod, das ist nicht so schwierig. Oh, vel, ist immer, vel solus, vel, vel, und dann, ach, das ist ja hübsch. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Wir gucken noch einmal. Et gravibus verbis ornata oratio. Das hört sich jetzt auch nicht so schwierig an. Ihr seht, was fällt euch auf? Natürlich, ihr seht, jetzt machen wir noch eins. Und dann müsste eigentlich auffallen, weil wir ja auf die Satzzeichen gucken. Ist auch so ein Vorteil der kolometrischen Schreibweise. Wir haben schon wieder... Ja, er stellt hier laufend rhetorische Fragen hintereinander. Toll, haben wir gleich eine super tolle Stilfigur gefunden. Ja, wer das, wer weiter mitmacht, kann sich, wer die Unterlagen haben will, kostenlose PDF, nicht verseucht, nicht virenverseucht, sich von meiner Website downloaden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann sehen wir uns bei diesen vielen Fragen wieder und ihr empfehlt mich natürlich weiter. Bis dahin sage ich euch Tschüss.